herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelderland. Jürgen ist hier noch fleißig am helfen. Ey, schmeiß das Ding nicht um! Oh, alles fit! Pass ein bisschen auf! So, wir wollen die restlichen Bäumchen. Warte mal. Kann ich nicht hier? Die restlichen Bäumchen verladen. Nicht irgendwie die Gabel zu machen. Bleib liegen. So, und dann so. Hallo. Hi. Und wie läuft's? Gut. Wer sagt, schafft der Eicher das überhaupt? Der hat schon viel mehr geschafft. Es geht zu dem. Ja, und bei dir? Ach so, ja, ich lasse jetzt erstmal das Feld noch fertig regnen, also es regnet ja und danach sehe ich vermutlich an. Oh ja. Vielleicht dünge ich jetzt auch, muss ich mal gucken. Man muss ja aufpassen, dass nicht zu viel Dünger durchs Grundwasser geschwemmt wird. Ja, deswegen. Jo, noch einen schönen Tag euch. Jo, ebenso, tschö. Und das. Brauchst du nicht noch Wasser? Oh. Stimmt. Moment. Ist besetzt. Hättest mir das nicht vorher sagen können. Hast mir gerade auch erst eingefallen. Oh, 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 oh. Der. Ist doch nicht so gut mit dem Teil hier.
zwei Stämmchen gleich aufgeladen. Der erste ging so gut. Hallo, geh doch mal drauf hier. Nein. Nee, das lassen wir, glaube ich, mal sein hier. Irgendwo noch so Eiche. Wer ist denn der Volker da? Volker Verona, ja. Hallo? Ja, Björn hier. Hi, Volker. Ja? Sorry, hat ein bisschen länger gedauert, aber... Passt schon. Der Patrick, der ist immer sehr langsam momentan. wir würden dir einen Einführungspreis für 2000 Euro die Kuh machen. Damit du das Fleisch mal ausprobieren kannst. Ja, das ist gut. Ja, da würden wir dir mal ein bisschen entgegenkommen. Okay, könnt ihr mir die liefern? Wo müssten die denn hin? Zum Metzger. Okay. Nach, oh Gott, keine Ahnung, in welchem Kaff der sitzt. Ist da bei uns in der Bäckerei in der Nähe, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Hast aber Glück gehabt, Jürgen. Ja, ja. Ja, schaffe ich aber, glaube ich, heute nicht mehr. Würde ich dann, Nee, morgen passt. Montag passt. Alles klar. Dann Gut. Machen wir das. Danke euch. Okay, Vorkasse oder nächste Woche reicht? Nee, machen wir nächste Woche, wenn wir geliefert haben. Wie viel willst du denn haben jetzt? 10. Die nehme ich alle. Fertig. Danke euch. Okay, gerne. Tschüss. Bis dann. Hm. Na, supi. Dann läuft das. So, Feierabend. Also, noch nicht ganz. Abladen müssen wir noch. So, jetzt aber, komm. Ich geb mal Gas, ne? Ja, immer am Gas dranbleiben. Aber wenn er umfällt, keine Garantie. Ah, der kippt nicht um. Ist aber gut, glaube ich. Der kippt nicht um. Du Held. Fahr weiter. Soll ich ihn weiterfahren, wenn du da rumliegst? Nimm einen Harvester und stell ihn hin. So ein Vollidiot. Zum Glück ist der extra für den Forst verstärkt worden, ey.
So, aber diesmal hat es tatsächlich geschafft, hier rauszukommen. Die Straße hat eine ganz andere Traktion. Gucken wir mal gleich, ob in den Hackschnitzelautomaten und was. Ah ne, warte mal, wir gehen jetzt mal erst telefonieren. Hallo? Ja, Volker hier. Hm? Kann es sein, dass ich vor circa 2 oder 3 Wochen bei Ihnen Wasser bestellt habe? Da war ich im Urlaub. Kann nicht sein. Ich habe auf jeden Fall bei Ihnen Wasser für die Kartonproduktion bestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie den Auftrag nicht weitergegeben hatten. Doch. Warte aber mal, bei mir kam halt nichts an. Okay, das ist komisch. Weil bei mir in den Unterlagen steht halt nichts davon. Wissen Sie was? Ich mach's jetzt mal. Jo, das ist sehr nett. Zellulosefabrik, Karton. Okay, wie viel? 32 war ausgemacht. Gut, ich bin der Meinung, dass ich sogar schon bezahlt hatte. Das kann sein, also irgendwas habe ich da auch, aber das ist natürlich, ungeschickt. Sehe ja. Ich auch so. Jetzt muss ich gerade nur meinen Traktor finden, oder das? Nö, bin das, also, ich hatte da auch was mit Bezahlungen drin, aber okay. Ja gut, ich habe mich gerade im Traktor gesetzt, ich komme. Danke. Jo, tschö. Tschö. So, gut. Brücke hier. Den würde ich nicht mal geschenkt nehmen, den Eichen. Och. So. Ey, stopp! Hab ich doch schon. Will nur die kleinen Dinge hier runter haben. Oh, hörst du? Das ist ja mir wittern. Ja, gut, dass wir hier im Regen stehen. Und? Das ist Zucker oder was? Gewitter, Blitz, Tod. Kennst du? Ach. Schlägt erstmal in höhere Sachen ein. Ja. Also eher in dich wie in mich. Ja.
So. Die Dingchen da nach drüben verladen. Auf die Seite mit denen. Und dann haben wir hier zumindest einen kleinen Vorrat. Aber tatsächlich nur einen sehr kleinen Vorrat an Holz. Pass mal auf! Ja, fahr! So, aber liebe Leute, das war es auch von der heutigen Folge. Morgen gibt es dann die Fahrschulprüfung von dem Herrn Diesel zu sehen. Wie gesagt, 1500 Euro wird er dafür schon blechen müssen. Kostet halt ein bisschen was, so eine Prüfung, ne? Man kennt's. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.